Topfgucker TV empfiehlt. Hallo, mein Name ist Dirk Wende vom Geschmackswende Catering. Ich zeige Ihnen heute ein ganz leckeres Gemüse, die Pastinake. Die Pastinake ist ein vergessenes Gemüse, wurde erst vor 5-6 Jahren wieder entdeckt. Ist ähnlich der Petersilienwurzel, nur nicht ganz so groß. Und die Pastinake hat so einen Geschmack zwischen Karotte, Sellerie, leicht kartoffelig. Einen relativ großen Zuckeranteil und diese hat so viele Nährstoffe und die sitzen alle in der Schale. Die Schale wird deswegen nicht abgeschält, sondern die Schale wird gerieben. Die Pastinake wird im Prinzip unter laufendem Wasser einfach nur mit einer Bürste, herkömmlicher Haushaltsbürste, abgerieben. Man sieht schon, dass sich die leicht verfärbt. Aus dem Grund, weil die ganzen Nährstoffe in der Schale sitzen und es einfach zu schade wäre, wenn die Nährstoffe sowie der Geschmack einfach verloren gehen. So wie es jetzt aussieht, reicht das schon. Wir schneiden hier von der Pastinake erstmal den Strunk ab. Der ist nicht so genießbar und schneiden die Pastinake in ca. 2-3 mm Scheiben. So, da habe ich schon mal meine Pfanne vorgeheizt. Wieder auf halbe Kraft. Gebe ein bisschen Butter rein. Lass die Butter leicht zerlaufen. Währenddessen können wir ja schon mal ein bisschen Milch aufsetzen. Wir machen das in dem Fall mal mit Milch und Sahne. In zu gleichen Teilen etwas Sahne. Das sollte so ab 20% Fett haben. Sahne schon etwas würzen mit Salz und Pfeffer. Der Marc kann auch Muskat reinmachen, muss aber nicht. Beim Muskat verfällt schon das Gemüse etwas. Aber ich habe mal ein kleines Geheimrezept. Es gibt nämlich ein wunderschönes, gutes Trüffelöl. Da kann man einen ganz kleinen Schluck reinmachen. Erwärmen das Ganze gleich. Und währenddessen die Milch erwärmt, geben wir zu der Butter etwas Zucker dazu. Wer sich ein bisschen auskennt, weiß, dass es gleich karamellisieren wird. Bevor die ganze Geschichte Farbe annimmt, weil Zucker und Butter bedeutet ja, es wird langsam bräunlich durch das Karamell, geben wir schon mal das Gemüse dazu und schnurbeln das Ganze etwas an. Wie Sie sehen, das nimmt ein bisschen Farbe an. So, währenddessen jetzt das Gemüse leicht rumschnörgelt und die Milch in die Sahne aufkocht, können wir schon mal den jungen Parmesan reiben. Können wir gerne mal grob reiben. Ein großes Stück ist mir etwas schwieriger, deswegen halbieren wir das Ganze mal. So ungefähr 3-4 Esslöffel voll. So, das reicht schon. Die Milch kocht, das Gemüse ist fertig geschnörgelt. Jetzt holt der Dirk mal noch einen Löffel und füllt das gleich angebratene Gemüse in eine Krokottenform rein. Krokotte bedeutet nichts anderes wie feuerfest. Das darf gern so aussehen. Schütteln das Ganze ein bisschen, legen das alles ein bisschen seicht. Gießen die Milch in die Sahne auf. Bedecken das Ganze so halb. Nehmen den Parmesan. So. Und stellen das Ganze in den Ofen, so bei ca. 160 Grad, unabgedeckt, möglichst bei Umluft. Wer keine Umluft hat, geht auch oben unter Hitze. Möglichst mittig in den Ofen stellen und lassen das Ganze so ca. 20 Minuten drin und lassen es schön fertig backen. Da schauen wir mal. So, sieht es nicht schön aus. Jetzt haben wir unser Pastinakengratin, wie wir sehen, schön am Dampfen. Sieht ähnlich aus wie ein Kartoffelgratin, nur leckerer. Also Pastinaken sind für alle Fleischgerichte, ob das Geflügel, ob das Kaninchen, ob das Lamm ist oder Rind, es ist für alles verwendbar. Und Sie brauchen es dann nur noch aus der Karkotte rausschneiden mit dem Messer und einer Palette. Ich empfehle Ihnen das Pastinakengratin gerade zu unserem Stubenküken. Wünsche Ihnen viel Spaß beim Nachkochen und guten Appetit. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de